Sie sehen, die DLG-Feldtage sind eröffnet. Bereits heute sind tausende Besucher auf das Messegelände gekommen und haben sich am Stand der Agravis informiert. Ich stehe jetzt hier bei Dirk Benzmann, Mitglied des Agravis-Vorstandes. Herr Benzmann, was ist das Besondere an den DLG-Feldtagen? Die DLG-Feldtage ist eine Plattform für modernen Pflanzenbau. Und nicht nur modern, sondern auch Innovation. Und wir haben uns in der Vorbereitung natürlich gefragt, wie können wir unser Verständnis von Handelsunternehmen mit Service und Dienstleistung auf den Feldtagen greifbar machen. Und das bietet sich als ideale Plattform an, weil Sie haben hier die Möglichkeit, Feldversuche zu zeigen und gleichzeitig im Zelt das inhaltlich zu vertiefen. Und ein Beispiel kann ich hier sehen. Wir haben einen intensiven Rapsversuch hier mit zwei verschiedenen Bodenbearbeitungssystemen und sind sogar so weit gegangen, dass wir an beiden Versuchen das Bodenprofil auch ausgehoben haben und können da alle Konsequenzen dieser Versuchsfrage wunderschön zeigen. Pflanze und Technik, das sind in diesem Jahr die wichtigsten Aspekte auf dem Agravis-Stand. Heute Mittag gab es da die erste Online-Auktion für Gebrauchtmaschinen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das System, dass es einfach ist und dass der Kunde Maschinen finden kann und nicht immer einzelne Websites aufrufen muss der Techniken, sondern hier findet ihr alles, was innerhalb der Agravis-Gruppe zu vermarkten ist. Und morgen sehen wir uns wieder, dann mit dem Thema Pflanzenbau.